So. Ach. Julians Block, bitte geh mir nicht weiter auf die Nerven. Ich hasse dich und bitte hör auf, mich ständig hier zu belästigen. Danke. Okay. Ich hab keinen Bock auf den mehr. Jetzt reicht's mir, das hätte ich schon längst machen sollen. Ich lösche ihn von meinem Freundeskreis. Ich lösche ihn aus Facebook, genau. Jetzt haben wir noch diesen Greg. Den behalte ich aber noch in meiner Freundesliste, weil der uns manchmal Bären geben kann. Und ja, so, also wir sind ja im letzten Part in Ducatia City angelangt. Und ich muss mal zunächst meinen Attackenpunkt nachschauen. Moment, pausier mal schnell. Okay, ich hab's nebenan. Nebenan des Emulators ist jetzt das Dokument mit der Liste der Pokémon, die hier in diesem Let's Play kommen, mit den Attacken. Moveset, also mit dem Moveset drauen. Ja, was steht hier zuerst? Feuerschlag. Wir brauchen Feuerschlag. Wo finden wir denn hier Feuerschlag? Ich weiß es. Ach, wir haben eh nicht genug Geld dafür. Scheiße. Ich gehe jetzt nicht zurück und hole mir Geld von meiner Mutter ab. Da habe ich keine Lust dafür. Okay, wisst ihr was? Wir holen uns schnell die zwei Pokémon, die ich haben wollte. In meinem Team, meine ich. Haben wir, ja, wir brauchen noch zwei Positionen bei unserem Team frei. Ich möchte dieses kuriose Ei noch bei mir behalten, weil ich sehen möchte, welches Pokémon rauskommt, weil das ist ja eine Zufallschance, welches Pokémon rauskommt. Okay, Togepi lagern wir auf jeden Fall in die Box, das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und Knofensa, glaube ich, können wir auch liegen lassen. Okay, jetzt holen wir uns noch schnell die zwei neuen Pokémon ab und dann werde ich sie trainieren. Ach scheiße, ich habe die Speed-Taste nicht gefixt zum Trainieren, meine ich. Naja, dann mache ich halt in-screen das ganze Training oder nee. Ich trainiere sie einfach bei Trainerkämpfen. Hier gibt es eh genug Trainer und unsere momentanen Pokémon, die wir jetzt haben, die haben ein ganz gutes Level eigentlich gerade. Gut, eins. Wo gehe ich eigentlich hin? Okay, schnell, Kommando zurück. Schnell vergessen. Hier ist es, glaube ich, ne? Ne, hier ist es ebenfalls nicht. Verdammt, wo ist es nochmal? Ich hab's vergessen. Ist es vielleicht... Ah ne, wir brauchen ja zunächst den Münzkorb. Stimmt, ja. Haha, jetzt wisst ihr vielleicht schon, welches Pokémon wir wollen. Es ist ein Pokémon aus der Spielhalle. Ach, verdammt! Ich will jetzt nicht gegen die kämpfen. Okay, jetzt nehme ich den Umweg, den anderen Weg. Hier geht es nämlich zwei Wege hier rein. Der andere Weg, der ist, glaube ich, im Norden der Stadt, neben dem Radioturm. Oder? Nee, dort, genau. Genau da. Namenbewerter. Nein, ich möchte nicht zum Namenbewerter. Was soll die Scheiße? Ach, wisst ihr was? Wir holen uns schnell das andere Pokémon ab. Nein, hier ist es auch nicht. Ach, wo führe ich euch hin? Hier vielleicht? Ja, genau. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich glaube... Nein, das ist der Rad! Oh Gott, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ihr Ducat, das sieht die Scheiße, das ist echt schlimm. Aber Moment, wir können ja noch schnell das Rad abholen. Hier kriegen wir ja ein Rad. Ah, 3 Minuten schon verschwendet und nichts tun. Unglaublich. Ich bin hierher gezogen. Aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Werbung auf YouTube? Mehr kann ich machen. Ja, gut. Gott leiht sich ein Fahrrad aus. Okay, Moment, muss was trinken. Ich habe was im Hals. Okay. Ja, gut. Ich glaube, das Fahrrad können wir uns auf Select markieren. Hier in dem Spiel gibt es ja jetzt die. Gibt es jetzt die Select-Taste. Ah ja, die ist hier auf dem Emulator. Okay. Dort, wo meine Speed-Taste ist. Moment. Meine Enter-Taste ist ein bisschen buggy. Die dauert 3 Sekunden, bis sie wieder nach oben geht, die Taste. Anscheinend ist da irgendwas verklebt. Ja gut, die Tastatur, die ist ja auch Millionen Jahre alt und hat noch meine Kindheit überlebt. Und da sind noch die ganzen Süßigkeiten und so drauf gewesen. Nein, natürlich nicht. Das sage ich jetzt einfach nur so. Scheiße, wo ist das Pokémon? Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Kann mir jemand vielleicht helfen? Moment,
Hier vielleicht? Nee, ah, da waren wir schon. Scheiße, hier. Ich schau jetzt einfach jedes Haus einfach mal an. Lalalalalala, Fahrrad fahren ist so cool. Ich fahre gerne mit meinem Fahrrad. Fahrrad fahren ist so cool. Ach, scheiß drauf, ich schau jetzt mal hier. Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Ja, gerne. Oh, Bills Nummer. Mein großer Bruder Bill hat das Pokémon-Lagerungssystem erfunden. Ja, wer hätte es gedacht? Oh, du sammelst Pokémon? Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er wurde gerade in das Pokémon Center von Teak City gerufen. Mein Mann ging in die Spielhalle, ohne angerufen zu werden. Oh Gott, wir kriegen das. Ein Pokémon, was ich haben möchte. Ach komm, jetzt kann ich es eh schon sagen. Wir kriegen Evoli. Wahrscheinlich erst in Teak City, wenn wir im Pokémon Center waren, denn dort wird dann die Zeitkapsel aktiviert und dann kommt der Bill wahrscheinlich wieder zurück hier nach Ducatia City. Aber wir können uns das andere Pokémon noch holen. In der Spielhalle. Wir bauen zunächst den Münzkorb und ich glaube, wir müssen in den Untergrund. Ich gehe jetzt einfach mal in den Untergrund, denn dort gibt es den Münzkorb. Aber ich nehme den anderen Eingang oder Ausgang. Whatever. Mann, es. Ja, ich hier schon 6 Minuten durch die Stadt und zwar paladenlos. Jetzt haben wir uns gerade mal in 6 Minuten das Fahrrad geholt. Ist ja mal Weltklasse. Ich glaube, ich muss den Part ein bisschen länger machen. Nein, oh, warum gehe ich raus? Verdammt. Was ist heute mit mir los? Oh Gott. Angriff von der Seite. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu schummeln. Oder zu mogeln. Ach, zeigt der im Slimer jemand anderem. Moment, ich kann diesen Kampf blind schaffen. Moment, ich halte gerade meine Augen zu. So, setze den Slimer ein, höre ich gerade. Und wir haben unser Zubat. Okay, Biss ist, glaube ich, die dritte Attacke. 1, 2. Ja, das war Biss. Okay, unser Zubat hat Mamba angegriffen. Keine Ahnung, was Slimer gemacht hat. Ich habe gerade nichts gesehen. So, jetzt beißen wir ihn einfach nieder. Wie viel KP hat denn der Slimer? Okay, endlich ist es down. Sehr schön. Ich glaube, das war sein einziges, ne? Nein, der hat noch eins, sehe ich gerade. Okay. Ach komm, den Rest mache ich auch noch blind. Ich muss ja eh nur Biss einsetzen. Das ist ja egal. So, noch mit Biss. La 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 la. Diese Musik, die ist so cool. Ich habe die sehr, sehr vermisst. Keine Ahnung, was ich gerade hier singe. Okay, Slimer ist anscheinend down und ja, ich kann wieder sehen. Yay. Wo ist dieser verdammte Münzkorb? Ich weiß nicht, welcher Trainer ihn. Also ja. Gut, dann gehen wir wieder raus. Oh Gott. Jetzt müssen wir richtig schnell sein. Und jetzt RSKX! Ja, also geht doch. Jetzt können wir uns das Pokémon holen, was ich haben möchte. Ach scheiße, wir brauchen noch Münzen. Und wir brauchen viele Münzen. Aber wir haben nicht genug Geld dafür. Ja, wir haben nur 1000. Das reicht nur für 50 Münzen. Das gibt's auch nicht. Wir müssen anscheinend unser Glück auf die Probe stellen. Vielleicht finden wir auch noch in der Spielhalle ein paar Münzen. Die Musik, die hört sich total anders an als im Originalen. Lalalalalalala, willkommen in der Spielhalle. Ich brauche ein paar Münzen. Verdammt! Ich glaube, ich muss was verkaufen. Wir haben bestimmt irgendwo noch ein Nugget gefunden. Erstmal schaue ich nach, welches Pokémon wir uns holen können. Okay, das sind die TMs, Eisstrahl, Donnerblitz und die andere weiß ich gerade nicht. Eisstrahl, Donnerblitz und Flammenwurf, genau. Okay, welches Pokémon werden wir ins Team holen? Was meint ihr? Ist es aber Dragosso oder wohin genau? Schreibt eure Meinung als Kommentar. Würde mich interessieren, was ihr denkt, welches Pokémon ich jetzt nehme. Karten. Ich ziehe sie den Automaten vor, weil man seine Chancen besser abschätzen kann. Aber der Gewinn ist viel niedriger oder geringer. Das Leben ist ein Spiel. Ich werde Karten spielen, bis ich umfalle. Wie Yu-Gi-Oh! Oder was?
Die Münzen fallen weiter. Ich schau gleich nach, ob hier irgendwelche Münzen rumflaggen in der Spielhalle. Ich liebe diesen neuen Automaten. Er stellt eine größere Herausforderung dar als jene in Prismania City. Ich spiele nur an diesen Automaten. Ich glaube, er spuckt mehr aus als die anderen. Ach, die Chance ist bei jedem Automaten gleich. Das ist nur ein Mythos. Ich habe meinem Pokémon Blizzard beigebracht. Es hat zwar gedauert, bis ich genug Münzen hatte, aber es hat sich gelohnt. Okay, dann kriegt man bei diesen TMs anscheinend nichts. Eisstrahl, Flammenwurf, sondern Blizzard, Donner und Feuersturm. Stimmt ja. Ab der dritten Generation kann man sie sich kaufen. Oh Mann, ich muss mich zurücklehnen. Moment. So, jetzt. wir brauchen zunächst Kohle für das Pokémon, was ich haben möchte. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein paar Trainer. Kann ja nicht schaden, ne? Gehen wir wieder in den Untergrund. Und erledigen die letzten Idioten. Oh Gott. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir. Nee, komm, zeig deinem Fleckmon niemand anderen, du verdammter Pokémon-Jack. Oh. Ah. Ja, Pokémon Pro, ich weiß. Ich habe kein Leben, ich weiß, ihr dürft es gerne haten, wenn ihr wollt. Oh Gott. Ah, kein Zurückschrecken, leider. Okay, aber ist es zum Glück sehr effektiv gegen das Psycho-Pokémon. Bis es ja in dieser Generation jetzt eine Lichtattacke. Und er hat anscheinend noch eins, jawohl. Wer hätte es gedacht? Fleckmon! Zubat, benutzt deinen Biss! Genau, jetzt kommentiere ich so, wie die Trainer in Pokémon das sagen. Zubat, benutzt nochmal die Bissattacke! Fleckmon! Aua! Zubat, Level 18, Zubat! So, Shoya ist down. Warum haben die immer japanische Namen, diese Pokémon-Maniacs? Ah, oh, ich habe verloren. Ich dreh durch. So, hier ist noch einer. Und hier geht's irgendwo lang. Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärken deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Ach, wie gut, dass ich es alle kenne. Scheiß Streber. Okay, Magnetilo. Ich glaube, Magnetilo hatte ich hier in dieser Generation auch schon häufiger im Team gehabt. Weil Magnetilo ist ja Stahl und Magnetilo ist in dieser Generation ein Stahl-Pokémon. Auch ein neuer Typ. Und ein Elektro-Typ. Ist daher gar nicht so schlecht in dieser Generation. So, und jetzt nutzen wir mal den Vorteil der zweiten Generation. So, es wird Magnetilos Stahltyp zum Verhängnis. Gut. Als nächstes kommt. Der hat nur Elektro-Pokémon, sehe ich gerade. Na gut. Verdammt, mein Nebelock ist paralysiert. Warum denn? Ach, wahrscheinlich war ich nicht im Pokémon Center und habe meine Pokémon nicht geheilt. Wahrscheinlich ist es noch von dem Wald, von diesem Paras da, von diesem Trainer. Okay, wenn wir Fluch einsetzen, wird es ein Suicide-Kill. Na komm, machen wir einen Suicide-Kill, ist ja auch mal wieder lustig. Warum wieder lustig? Wir machen das zum ersten Mal, was sehe ich hier für einen Stoß? Okay, Suicide! Gut, und jetzt Zubat! Ein bisschen verwirrend ist nicht mal. Ah, keine Wirkung, warum nicht? Ein Flug gegen ein Elektro-Pokémon. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er keine Elektro-Attacken einsetzt, aber Voltoball kann eh keine. Außer mit Level, keine Ahnung was. In der vierten könnte ich mir vorstellen, dass es Elektro-Attacken drauf hat mit Level 11. Funkensprung zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, die Voltoball besitzt. Und ich glaube, mit Level 40 lernt es, glaube ich, Elektroball, also als Attacke, nicht die Entwicklung. Ab der 5. glaube ich. So genau weiß ich es gar nicht so. Ich kann mich nicht mehr gescheit ausdrücken, das ist schlimm. Ah, oh Gott, da war ich kurz unaufmerksam und hab
Superschall zweimal eingesetzt. Ich meine Ultraschall. Superschall. Scheiße. Egal, er ist down. Auch wenn ich gerade kommentiert habe wie ein Blöder. Okay, ich glaube bei Magnetilo da haben wir gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen da quasi Eagle-Lover benutzen. Und seine Glutattacke. Eine andere Option wäre nicht sehr effektiv. Nein, ich habe mich vertippt. Ich will Gaukopf muss gar nicht einsetzen. Oh, aber trotzdem eine Menge abgezogen. I'm gonna headbutt you. Zünd dir den Zieher an. Hab noch was getrunken, also nichts denken, falls ihr gerade irgendwie ein seltsames Geräusch gehört habt. Und noch ein Magnetilo. So machen wir ihn voll unserem Hintern. Es hat nur Level 9, also ich glaube mit zwei Kopfnüssen hätte man ihn auch geschlagen. Jawohl. Ja, fast Level 19 für Eagle, aber wir sollten es auf Level 20 trainieren, wenn wir in die Arena gehen. Die Arena, die hat es nämlich in sich, da habe ich schon ein paar Mal verloren, wie auch der Ash in der TV-Serie. Willkommen in den Pokémon-Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Chauffeur-Brüder. Ich verschönere deine Pokémon für nur 300. Also wie wär's? Ja gut. Das ist gut, um seine Pokémon zu entwickeln, die sich mit Zuneigung entwickeln. Wir haben ja ein Zubat, das sich mit Level 21 zu Gold entwickelt und dann durch Zuneigung, durch X zu X-Bat. Daher tue ich jetzt da Zubat, diese Massage oder was weiß ich das auch ist. Gönnen, so Zubat. Cool, okay, es wird cool aussehen. Bitteschön, fertig. Zubat sieht fröhlicher aus. Gut, ich ist noch der von vorhin, wo wir darauf geachtet haben, dass er uns nicht anspricht. Meine Pokémon kommen gerade vom Chauffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Wahrscheinlich total schwach. Moment, der hat ein paar Antimos. Nee, hat er nicht. Fuck, ich komm drauf, welches Pokémon er hat. Moment, ich komm drauf, ich schau nicht hin. Pantimos! Verdammt, schlurp, irgendwas in dir 111er Richtung von der Nummer her, habe ich mir gedacht. Naja. Aber schlurp, ja, schlurp, ich weiß nicht. Also, schlurp spielt sehr auf KP und Verteidigung, glaube ich. Daher könnte es sehr lange werden, der Kampf. Und es kann zerschneiden, eine VM-Attacke. Ich glaube, das ist die erste VM, das erste Pokémon, das eine VM-Attacke beherrscht in Pokémon, die es je gab. Habe ich das jetzt so richtig gesagt? Gesagt? Verdammt, warum rede ich so scheiße jetzt in diesem Part? Irgendwie rege ich mich jetzt seit den letzten drei Parts immer darüber auf, dass ich scheiße kommentiere. Fällt mir so auf. Also, keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so mit meinem Kommentierstil unzufrieden bin. Naja, egal. Verbessert sich alles noch. Wenn ich 10 Jahre zum Beispiel Let's Play, dann wird mein Kommentierskill wahrscheinlich bei Pokémon perfekt sein, wenn ich so 100 Millionen Projekte dann fällt. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich frage mich, wie viele Projekte Gronkh dann beendet habe, wenn ich in 10 Jahren vielleicht mehrere Projekte schon fertig habe. Wahrscheinlich habe ich dann so viele Projekte fertig, wie Gronkh jetzt gerade hat. Und der Gronkh, der wird wahrscheinlich schon fast jedes Spiel durchgespielt haben, weil er produziert da viel regelmäßiger Parts als ich. Naja, aber kommen wir zurück zu Pokémon. Wir sind immer noch in diesem Untergrund. Halt, Moment, ich will euch ja noch was zeigen. Genau, hier geht's ja noch wo lang. Und zwar bin ich, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, bin ich da immer vorbeigegangen, immer wenn ich irgendwie weitergekommen bin, um zu schauen, warum's und wo es hier weitergeht. Bis hier und nicht weiter. Die Tür ist verschlossen. Ich bin da immer, wenn ich nicht weiter wusste, hier hingegangen. Und das hat sich dann später auch bezahlt gemacht. Aber so weit sind wir noch nicht. Das kommt erst später, wo dieser Ort hinführt. Ich will das Spiel eigentlich komplett normal durchspielen, ne? Alles anschauen und so. Warum mache ich dann keine Starterkundung? Weil ihr es wahrscheinlich nicht wollt, ne? Starterkundungen sind immer langweilig, ich weiß, aber Items sind dafür nicht so langweilig. Ich glaube, sorry Leute, dass ihr jetzt da durch müsst, aber ich mache jetzt eine Starterkundung. Tut mir leid.
damit mein Kommentierskill wieder ein bisschen ins Fließen kommt, wenn ich hier jetzt die ganzen Stimmen und so nachmache. Ein starkes Pokémon muss nicht zwingend gewinnen. Meist entscheidet der Vor- oder Nachteil des Typs. Ich glaube nicht, dass es ein Pokémon gibt, das allen anderen gegenüberlegen ist. Doch, Krypok und dieses Elektro-Pokémon aus der 5. fällt mir gerade nicht ein, wie es heißt. Zapladin, glaube ich. Keine Ahnung, was mit Zapladin und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Im obersten Stockwerk findest du das Kolosseum. Hier kannst du gegen Freunde antreten. Kampfergebnisse werden an der Wand ausgehängt. Ich kann es mir nicht erlauben, zu verlieren. Ah ja, ich habe das mit dem Tauschen nachgeschaut. Es geht in der 2. Generation leider nicht. Es ginge aber in der 3. Habe ich gesehen auf YouTube. Aber in der 2. geht es leider nicht. Also müssen wir wohl oder übel mit einem Alpollo uns dann abgeben. Aber es macht eigentlich nichts, weil ich habe das Alpollo früher schon häufiger benutzt in der 2. Generation. Das ist gar nicht so schlecht, auch wenn es ein Alpollo ist und nicht voll entwickelt ist. Weil damals hatte ich auch keine Möglichkeit, die Pokémon vom Gameboy zu entwickeln. Mit der DS-Funktion, da wurde das Ganze ein bisschen leichter. Warum gehe ich jetzt in den Kabelclub? Warum gehe ich in den Kabelclub? Ich habe keine Ahnung. Und warum warte ich hier stundenlang? Nein, was habe ich jetzt getan? Mein Freund ist noch nicht fertig. Hier ist die Zeitkapsel, mit der kann man Pokémon auf der 1. Generation tauschen. Okay, genug gesungen. Verdammt, schon 21 Minuten vorbei. Wir haben noch gar nichts Richtiges gemacht. Der Radioturm in Dukatia City ist ein Wahrzeichen. Zurzeit läuft gerade eine Werbekampagne. Sie können deinen Pokémon modifizieren, sodass er auch als Radio verwendet werden kann. Ja, das schauen wir uns später an. Ich glaube, der Part, der wird ein bisschen länger, Starterkundung. Oh, dein Beutel sieht schwer aus. Hast du zufällig etwas, das man Arnara-Brief nennt? Meine Tochter sucht danach. Du gibst mir doch rein, nicht wahr? Ja, weil ich überhaupt keinen habe. Oh, du hast keinen Schal. Ich habe keine Ahnung, wo man den findet. Ich muss mal ich muss mal im Pokewiki nachschauen, was ein Arnara-Brief oder wie es auch heißt ist. Im obersten Stockwerk findest du das Kolosseum. Achso, den hatten wir schon. Verfickt nochmal, ich will den nicht ansprechen. Haben wir unsere Pokémon eigentlich schon geheilt, Moment? Ja, genau, haben wir schon. Okay. Also gut, die haben wir schon angesprochen. Da schauen wir später nach. Erstmal möchte ich die kleinen Häuser anschauen. Die großen kommen später. Spielhalle haben wir auch schon alle angesprochen. Das Haus waren wir auch schon. Hier im Untergrund waren wir noch nicht. Waren wir schon den alten Sack, den haben wir noch nicht angesprochen. Wow, das ist eine große Stadt. Ich finde noch gar nicht zurecht. Ja. Kauft ihr irgendwas? Ein Rollstuhl oder sowas? Oh, der war böse. Scheiße. Ich habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhauses gespielt habe. Das Kaufhaus hat einen Keller, wusste ich gar nicht. Ah doch, Kaufhaus, stimmt, ich dachte Spielhalle. Aber das Kaufhaus hat einen Keller. Stimmt. Hat sich dieser Mann in Schwarz als Mitglied von dem Rocket verkleidet? Wie dämlich. Wo? Der Typ? Nee, der ist nicht schwarz. Achso, die meint den Typ, ja. Den schauen wir uns später an. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Okay, ergibt irgendwie Sinn. Dukatia City Radioturm. Das ist einer, das Pokerad, das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! So, mit dieser Bahn kommen wir nach. Nee, das sag ich noch nicht. Da kommen wir zu einer Stadt, in der wir schon mal waren. Dukatia City Bahnhof. Okay, Der Zug ist noch nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Okay, hier können wir nicht lang. Finde ich übrigens schön mit diesem Blauton hier in diesem Haus. Das gab es leider in der späteren Generation leider viel zu selten. Ich glaube, in der Trainerschule habe ich diesen Blauton mal gesehen irgendwo. In der 3. glaube ich. Ja, finde ich echt schade. Diesen Blauton könnten die Entwickler ruhig häufiger in diesen
Gebäuden einsetzen. Das wäre echt schön. So, hier ist noch eine. Also das... Nee, die hatten wir noch nicht. Der Mann in diesem Haus bewertet deine Pokémon-Namen. Er kann deine Pokémon auch umbenennen. Ja, den wollen wir nicht ansprechen. Namenbewerter. Möchtest du deine Spitznamen bewerten lassen? Nein, möchte ich nicht. Unser Grundeingang. Ja, hier waren wir schon und hier ist der Radioturm. Ziemlich komisch gebaut. Da könnte man meinen, hier wäre ein Stück abgebrochen von dem Turm. Aber es ist schon richtig so. Hier wird anscheinend... hier ist das oberste Stockwerk wahrscheinlich ein bisschen kleiner. In der vierten Generation in Soul Silver und Hearthgold erkennt man das Ganze ein bisschen besser. So, hier ist noch etwas. Erstmal das Schild lesen. Blühender Blumenladen. Ach, ihr wisst, wie ich Blumenläden mag. Hast du den wackeligen Baum auf Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt, ist das riskant? Ja, ist es. Der Baum wird alle töten mit seinem Steinwurf. Okay, hier ist noch einer. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Ja, wie auch dieses Tyrakrok von Silber in vor zwei Parts, glaube ich. Die Attacke Aquaknarre, genau. Was die gesungen ist. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es in einem Pokémon-Center oder mit einem Item heilen. Ich glaube, wir schauen jetzt mal in den Radioturm vorbei. Na, hier geht's nicht lang. Warum nehme ich eigentlich nicht das Fahrrad? Lalalala, ich nehme das Fahrrad viel zu selten. Oh, ich höre schon auf mit Singen, keine Panik. Willkommen! Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du gewinnst, wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 38734. Mal sehen, ob du Glück hast. Ich hatte da übrigens noch nie in meiner gesamten Pokémon-Laufbahn gewonnen. Noch nie. Na, was ist jetzt? Moment. Warum geht da nix? Hallo? Warum geht da jetzt nichts mehr? Das Spiel will mich auf den... Was? Was? Glückwunsch? Die ID-Nummern von Fragezeichen in deiner PC-Box ist stimmig. Hä? Oh, die letzten beiden Ziffern stimmen überein. Du hast den dritten Preis gewonnen. Alter, ich habe da noch nie gewonnen. In meiner gesamten Laufbahn habe ich noch nie hier gewonnen. Das ist eine Premiere, Leute. Unglaublich. Das ist unglaublich. Ich habe da echt noch nie gewonnen. Das ist eine Premiere. Aber Fragezeichen? Was? Warum Fragezeichen? Fragezeichen? Moment. Ah, Fragezeichen. Das ist ja lustig. Okay. Unser Ei hat uns zum Sieg geholfen. Scheiße. Ach, das ist ja episch. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Antworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in deinen Pokécom, um überall zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Ja. Frage 1. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Ja. Korrekt. Frage 2. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt erstehen. Ja. Richtig, Frage 3. Ist Form 1 Blitz? Nein. Nicht übel, Frage 4. Ist Falk der Arenaleiter von Viola City, der Vogel-Pokémon einsetzt? Ja. Wieder richtig, hier ist die letzte Frage. Ist bei den einarmigen Banditen in der Spielhalle von Lucate City ein Glumanda auf eine Rolle ich weiß ich nicht. Ich habe Nein getippt und es war richtig. Ja, hast du all deinen Preis, ein Radiomodul. Na gut, alles bis auf die letzte Frage war sehr leicht. Hör dir bitte unsere Shows an.
Na gut, dann machen wir es einfach mal. Wir haben jetzt hier dieses Radiomodul. Ich stelle es noch richtig ein, Moment. Da kommen Erinnerungen hoch, Erinnerungen kommen hoch. Ich liebe Margret vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Was heißt sonor? Muss ich nachschauen nach dem Part, die Definition. Wenn Pokémon Schlaflied im Radio hören, schlafen sie ein. Wenn wir schon über Radio reden, na komm, ich finde diese Musik irgendwie zu lasch. Auch wenn ich da sehr viele singe, aber ich singe ja allgemein bei Pokémon sehr häufig. Pokémon-Musik. Ich bin's, DJ Ben. Es ist Freitag. Entspann dich beim Pokémon-Schlaflied. Glückskanal. Yeah, wie geht es euch nun? Geht es euch gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist... 38734, ich wiederhole. Die Glückszahl ist... 38734. Gewonnen! Kommt zum Radioturm. Was ist das? Buena hier. Heutiges Passwort. Moment, es lautet... Pokémon-Musik. Vergiss es nicht. Ich bin im Radioturm von Dukatia City. Da fehlt City, egal. Okay. So, wer bist denn du? Hi, ich bin Buena. Hast du schon von der Radiosendung Passwort gehört? Wenn du mir das Passwort aus der Sendung nennen kannst, erhältst du Punkte. Sammle die Punkte und tausche sie bei diesen netten Mädchen da drüben gegen einen Preis deiner Wahl ein. Bitteschön, das ist deine eigene Punktekarte. Goldheldpunkt, blaue Karte. Ich höre dir meine Passwortsendung an. Ja, mach ich später. Hi, hast du meine Sendung gehört? Kannst du dich an das Passwort von heute erinnern? Ja. Oh, wow, danke. Wie war dein Name doch gleich? Gold, okay. Auf Gold, mach mit bei der Sendung mit. Okay. Alle fertig? Schreit das heutige Passwort für Gold laut heraus. Pokémon-Musik. Juhu, das ist richtig. Du hast zugehört, ich bin glücklich. Du hast dir einen Punkt verdient. Juhu, Gold. Hat teilgenommen, danke dafür. Ich hoffe, dass alle Zuschauer auch teilnehmen. Ich warte. Oh Gott, diese Stimme hat meinen Kehlkopf zerfickt. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Welchen Preis hättest du gerne? Ja, seht richtig, man kriegt ja ein Sonderbonbon. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich hier früher jeden Tag hier hingegangen bin und mir ein Sonderbonbon geholt habe. Oder, nee, Scheiß kommentiert. Ich glaube, ich soll diesen Part jetzt gleich beenden. Ich kommentiere jetzt momentan so schlecht, das gibt's gar nicht. Naja, also früher bin ich hier jeden Tag hier hingegangen, so zwischen 20 und 24 Uhr. Hab mir immer hier diesen einen Punkt geholt und dann immer dieses Sonderbonbon geholt. Damit kann man seinen Pokémon einigermaßen leveln. Du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Ja, das weiß ich schon. So, und der lässt uns wahrscheinlich nicht durch. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unseren Intendanten stimmt irgendwas nicht. Was steht hier eigentlich auf dem Plakat? Professor Eis Pokémon Talk. Die beste Show am Äther. Erster Stock, Verkauf. So, hier ist ein Pummelhof. Pummelhof. So, was ist hier? Über jede Zeit Pokémon Radio. Verdammte Werbung. So, was ist hier? Glückskanal. Gewinne mit Pokémon ID-Nummern. Tausche deine Pokémon, um viele ID-Nummern zu erhalten. Ach, die zwei haben wir noch nicht angesprochen. Haben wir schon. Verdammt, Kurzzeitgedächtnis. So, was steht hier drauf? Erdgeschoss, Rezeption, erster Stock Verkauf, zweiter Stock Personal, dritter Stock Produktion, vierter Stock Büro des Intendanten.
Und ich glaube, ich beende jetzt diesen Part an dieser Stelle. Wir haben zwar nicht die Stadt komplett erkundet, aber wir können ja den Rest noch im nächsten Part fertig machen. Nämlich hier im Kaufhaus. Gibt es noch irgendwas zu machen? Das alles im nächsten Part. Dann trainieren wir auch unsere Pokémon. Also, und vielleicht kommentiere ich dann auch ein bisschen besser als jetzt gerade. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.